Mit Microsoft Teams kann man telefonieren. Nicht nur mit anderen Teams-Nutzern, man kann auch Festnetznummern oder Handynummern anrufen. Und wie das genau funktioniert und was dabei die grundlegenden Funktionen sind, das schauen wir uns in diesem Video an. Viel Spaß damit, los geht's! Also, wir befinden uns heute im Bereich der Anrufe und es ist ja klar, man kann mit Teams telefonieren. Also ich kann jederzeit einen anderen Teams-Nutzer anrufen mit einem Videocall, mit einem Audiocall, wenn der andere Nutzer eine eigene Teams-Lizenz hat. Was ist aber, wenn ich eine normale Telefonnummer anrufen möchte, also eine Festnetznummer, eine Handynummer, die nicht mit Teams verbunden ist, dann brauche ich in der Regel eine extra Lizenz und eine Telefonnummer. Das hängt so ein bisschen davon ab, was für eine Lizenz ich schon habe als Basislizenz. Und diese Telefonlizenz, nenne ich es mal, die gibt's eben von Microsoft direkt oder auch von Drittanbietern, wie zum Beispiel der Telekom. Da kümmert sich die IT-Abteilung darum, da muss man sich als normaler Anwender keine Gedanken machen. Aber ich möchte mal den Unterschied zeigen. Wenn ich so eine Telefonlizenz nicht habe, sieht das Ganze eben hier so aus, dann kann ich schon telefonieren mit Teams-Nutzern. Aber wenn ich eben so eine Telefonlizenz habe, ich wechsle mal meinen Benutzer. So, Anrufe. Dann habe ich plötzlich hier so ein Wählfeld. Dann habe ich plötzlich hier auch eine Telefonnummer hier. Mit der Telefonnummer bin ich erreichbar von dem normalen Telefonapparat. Und jetzt kann ich eben hier auch Festnetznummern wählen oder auch hier rein kopieren, auch Handynummern wählen und ganz normal Teams als Telefongerät nutzen. Okay, schauen wir uns mal die grundlegenden Funktionen an. Zum ersten haben wir hier das Wählfeld, da können wir einfach hier die Nummer wählen mit der Maus oder mit der Tastatur und dann eben auf Anrufen klicken. Genauso können wir aber auch eine Nummer hier oben in das Feld direkt mit Copy and Paste reinkopieren und dann eben direkt anrufen. Oft hilft auch der Verlauf, wenn man doch immer wieder mit denselben Personen telefoniert, dann kann ich auch mit dem Doppelklick oder hier über Anrufen direkt hier eine Person anrufen, mit der ich kürzlich bereits zu tun hatte. In diesem Verlauf habe ich auch so die Filter, das kennt man ja schon jetzt von Teams, dass ich sagen kann, okay, ich kann hier diese Liste filtern, zum Beispiel nur die verpassten Anrufe oder die alle eingehenden Anrufe oder auch die, die auf meiner Mailbox gelandet sind. Als nächstes haben wir hier oben die Möglichkeit, Kontakte anzuzeigen. Was sind das für Kontakte? Das sind alle meine Outlook-Kontakte des Postfachs, das eben hier zu meinem Benutzer gehört. Das heißt, alle Outlook-Kontakte kann ich hier anzeigen und dann direkt auch anrufen. Neben den normalen Outlook-Kontakten kann man auch mit Kurzwahlen arbeiten. Das heißt, ich kann hier sagen, Kurzwahlen hinzufügen. Dann werden hier nochmal einfach die wichtigsten Nummern quasi im Kurzwahlbereich gespeichert, die ich dann auch mit einem Klick anrufen kann. Zur Vollständigkeit hier auch nochmal meine Handy-Ansicht von Microsoft Teams vom Anrufbereich. Oben habe ich die verschiedenen Listen, die Kurzwahlliste, das sind bei mir keine Einträge. Zuletzt verwendet, also mein Verlauf. Oben die beiden Symbole rechts, da haben wir die Kontakte von Outlook und dann daneben ist der Voicemail-Bereich, wo ich meine Anrufbeantworter-Nachrichten abhören kann. Ich kann hier über das runde Symbol unten, den Telefonhörer, kann ich dann direkt auch Nummern eben eintippen. Und was spannend ist, dass ich jetzt eben auf dem Handy plötzlich zwei Nummern habe. Einmal meine normale Telefonnummer, meine Handynummer, die über die SIM-Karte läuft, über den Telefonanbieter. Und als zweites jetzt eben hier die Nummer, die über Teams funktioniert. Da laufen die Daten eben übers Internet, übers WLAN, wo auch immer ich mich gerade aufhalte. Und weil ich zwei Nummern habe, da kann man ein paar spannende Szenarien sich überlegen, dass ich zum Beispiel die Teams-Nummer, die kennen vielleicht alle Kunden, die mich dann über Teams anrufen. Und wenn ich dann im Feierabend bin, kann ich die dann auch auf einen Kollege umleiten, auf die Mailbox umleiten. Da sehen wir gleich noch, wie das funktioniert. Und meine zweite Nummer, die dann die Mobilfunknummer, die über die SIM-Karte funktioniert, die ist dann eben nicht allen bekannt. Da kann man mich dann notfallmäßig auch noch erreichen. Aber über so zwei verschiedene Nummern kann man sich ein paar spannende Anwendungsfälle ausdenken. Aber schön ist auf jeden Fall, auch telefonieren über Smartphone, über den Teams-Client funktioniert sehr, sehr gut. Als nächstes werden wir einmal einen Kontakt anrufen. Ich nehme gleich hier die erste Nummer in meinem Verlauf. Das ist meine eigene Nummer, das ist meine Handynummer und wir rufen mal hier an.
Das Fenster, das ich jetzt öffne, das kennen wir schon. Das ist ganz ähnlich, wenn wir irgendwie eine Teams-Videokonferenz haben. Das kommt uns bekannt vor. Ich habe hier oben nicht ganz alle Funktionen, aber ich habe hier zum Beispiel eine Wähltastatur. Wenn ich irgendwie in einem Callcenter-System bin und irgendwie mit den Nummern navigieren muss. Ich habe hier die Möglichkeit, ein Gespräch zu halten. Das heißt, jetzt ist mein Gegenüber eben, hört nur Musik, ist eben in der Warteschlange und ich kann mit fortsetzen, ihn wieder zu mir nehmen, weiter mit ihm sprechen. Ich habe die Möglichkeit, hier zu übertragen. Was heißt übertragen? Übertragen heißt, ich verbinde ihn an einen Kollege. Ich habe auch die Möglichkeit hier über Personen kann ich einen weiteren Kontakt, eine weitere Nummer oder einen Kollege kann ich hier dazu nehmen. Dann können wir in eine Dreierkonferenz, Viererkonferenz telefonieren. Das ist auch möglich. Hier sind noch ein paar Einstellungen, welches Mikrofon benutzt und so weiter. Und dann natürlich hier über Verlassen können wir dann den Anruf letztlich auch wieder beenden und auflegen. Okay, also wir haben gesehen, dass das ganze Thema Telefonie in Microsoft Teams sehr gut integriert ist, in den normalen Teams-Client auf dem PC, aber auch genauso auf die mobilen Clients, auf dem Smartphone, Tablet kann man das Thema Telefonie sehr gut verwenden. Am Schluss noch ein wichtiges Thema ist das Thema Weiterleiten, also Anrufe weiterleiten. Ich bin nicht immer erreichbar oder ich bin im Feierabend. Das kann man hier unten tun. Also hier ist momentan keine Weiterleitung aktiv. Ich kann aber auch sagen, generell alles auf meine Voicemail weiterleiten, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich im Feierabend bin. Oder ich kann das auch etwas feiner einstellen. Ich mache mal hier diese Umleitung wieder raus und wir gehen mal in die Einstellungen. Hier kann ich jetzt relativ fein einstellen, was soll da alles passieren. Zum Beispiel, also wenn ich einen Anruf erhalte, kann ich das Ganze auch jetzt auch auf eine andere Person umleiten, auf einen Kollege zum Beispiel. Ich kann aber auch sagen, okay, wenn ich einen Anruf erhalte und den nicht annehme innerhalb von 10 Sekunden oder von 20 Sekunden, was soll dann passieren? Also wenn ich nicht sofort rangehe, dann vielleicht auf die Voicemail und dann vielleicht eben auf einen Kollege oder auf die Zentrale abwerfen. Also kann man relativ fein einstellen, was passieren soll im Bereich der ganzen Umleitungen. Okay. Ihr habt gesehen, ich habe dieses Video schon mit dem neuen Teams-Client hier aufgenommen. Mit dem bin ich sehr zufrieden und arbeite fast ausschließlich mit dem neuen Teams-Client. Wer sich dafür etwas genauer interessiert, dem empfehle ich unser Video Teams 2.0. Wir haben ein ganzes Tutorial drüber gedreht, wo wir die Änderungen vorgestellt haben. Das blenden wir dir hier einmal ein. Jetzt wünsche ich dir aber eine gute restliche Woche. Bis zum nächsten Video. Ciao.